Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute mal wieder ein Video, wieder von einem schönen Mercedes C63S AMG, Basis 510 PS. Der bekommt heute von uns Software, AK47, Rennfilter und Coolant Extreme. So, wir gucken jetzt mal. Wir nehmen den jetzt mal auf den Prüfstand auf, machen eine Eingangsmessung, dann verbauen wir alles, tun wir alles rein und dann gibt es die Ausgangsmessung. Beziehungsweise wir machen jetzt schon die Rennfilter rein, das Coolant Extreme rein, weil dann brauchen wir nicht hin und her fahren. Der Christian macht das gleich alles rein und ich hole mal das Programmiergerät. Wir machen das heute mit dem Autotuner und ja, ihr könnt euch schon mal in Ruhe das Auto mal anschauen. Fährt dieses gute Stück rein, macht die Filter rein, macht Coolant Extreme rein, liest die Software aus, lädt sie schon mal hoch, dann kann ich sie schon mal vorbereiten, dass wir am Prüfstand nur noch flashen müssen. Und wie der Christian, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht hier bin, wenn ich unterwegs bin, ich mache ja Files für viele andere auch, wir haben eine sehr geile App entwickelt, ja, programmieren lassen und der Christian zeigt sie euch jetzt gleich, wie das funktioniert. So, Christian liest jetzt erstmal die Software aus. Das geht ganz easy mit dem Autotuner über OBD. Hat er sich jetzt angeschlossen. So, und jetzt kommt das Wahre, unsere App. Jetzt klickt Christian hier auf Upload File. Dann muss er mir hier die komplette Fahrgestellnummer eingeben. Die blenden wir natürlich aus. Sonst kommt er nicht weiter. Dann klickt auf Next und gibt hier die Kundennamen ein. Ja, da gibt er jetzt einfach meinen Namen von hier ein. Und E-Mail-Adresse von sich selber, ja, weil er gerne E-Mails bekommt. Dann wählt er hier den Fahrzeugtyp aus. Wir haben AMG, dann haben wir C-Klasse. Dann haben wir hier den 510 PS Biturbo. Dann muss ich wissen, was für Getriebe, Automatik. So, und jetzt kann er mir anklicken, was das Auto alles bekommt. Wir sehen hier ein Chip-Tuning, ein Turbolader, ein Rennfilter, ein Catless-Kit. Getriebe kann er anklicken, Abgasanlage, Ladeluftkühler kann er anklicken. So, und der bekommt jetzt hier praktisch Chip-Tuning, Rennfilter und AK47. Somit weiß ich, was zu tun ist, was zu programmieren ist. Dann geht er auf Next und wählt hier das Tool aus, mit dem er gelesen hat. Er hat es jetzt mit dem Autotuner gemacht. Wählt die Datei aus, lädt die Datei hoch und klickt auf Next. So, dann muss er hier AGBs akzeptieren, hat sein Paket und weiter. So, jetzt steht bei ihm hier Estimated Finish Time, wie viele Minuten? 29 Minuten. Das heißt, er hat kein Tuning, also beziehungsweise ich habe keinen im Vorlauf und er wartet ungefähr 29 Minuten maximal, bis er das File zurückbekommt. Ich bekomme praktisch hier eine SMS, dass PP Performance GmbH mir ein File hochgeladen hat mit der Fahrgestellnummer und ich weiß jetzt, ich muss an den Computer, muss das File machen, ich mache das jetzt mal, dann erkläre ich euch was über das File, dann schicke ich das wieder hoch, dann kriegt der Christian die SMS, dass das File da ist und er kann es programmieren. Aber ich würde es natürlich später programmieren, weil wir ja auf dem Prüfstand noch gehen mit dem Auto. Also, ihr könnt jetzt hier mal zugucken schnell, der Christian macht noch Luftfilter rein, Coolant Extreme und dann geht's weiter. Wir haben Kühlwasser abgesaugt, bei den AMG-Motoren 4 Liter machen wir 600 ml Kühlmittel raus und jetzt kommt unser Kühlsystem Coolant rein, 600 ml. So, wie ihr wisst, war es ja so, dass der Christian das jetzt ausgelesen hat, mir auf meine programmierte App das alles hochgeladen hat.
ich bin jetzt in der Lage, hier zu sehen praktisch, was ist es für ein Auto, was hat er alles ausgewählt, was will der Kerl überhaupt von mir. Und ich sehe hier zum Beispiel, dass es ein C63 ist, 510 PS, Automatikgetriebe, ich sehe Fahrgestellnummer, alles, sehe hier, was er will. Dann klicke ich hier auf Download Original File. So, jetzt speichert er mir das originale File. Ich bin jetzt in der Lage, das File hier zu importieren. Machen wir mal. Der hängt. Der Computer hängt. Das ist überfordert. So, jetzt tun wir das rein hier, das File. Oh, der ist langsam heute. Ich glaube, das liegt an der Temperatur. Ich glaube, wir müssen hitzefrei jetzt machen. 30 Grad draußen. So, da ist das File. Dann habe ich die passende Version dazu schon, die Stufe 1 nämlich mit AK47. Weil es ist ja so, wenn ein Auto mit der gleichen Softwarenummer praktisch schon mal da war, dann ist es ja nicht so, dass ich das File neu schreiben muss, sondern ich habe schon natürlich schon das gleiche Softwarestand schon gemacht. Ich schaue mir jetzt das File nochmal an, gehe das alles nochmal durch, gucke, ob alles passt. Dann wird natürlich auf dem Auto die Logs gemacht auf dem Prüfstand und dann sehen wir, ob wir nachlegen können, was wir verändern können, ob wir eventuell mehr Leistung machen. Hier natürlich auch aufgebaut wie alle anderen AMGs mit der EMED 17, mit Abgastemperaturen, Schubabschaltung, maximale Füllung, Füllungsbegrenzung anhand von Ansauglufttemperatur. Ja, gibt es eigentlich die identischen Sachen, wenn ich mich da so durchsepp. Wichtig beim C63 auch wieder hier, dass man die Zündwinkelkennfelder richtig mit anpackt. Weil wenn ich eine höhere Last fahre, dann ist es beim C63 so, dass da die Zündung wirklich runter geht auf 8 Grad. Das zeige ich euch mal, oder wie viel ist hier eingestellt, ganz unten. Ja, 7 Grad. Und das ist natürlich bitter, ja, weil die Autos können locker 14 bis 15 Grad fahren, ohne zu klingeln. Und ich muss euch sagen, diese Sache von 6 auf 15 Grad, das sind locker 50 PS, was es ausmacht, allein über die Zündung. So, deswegen, es ist jetzt so, das File ist jetzt fertig. Ich kann jetzt praktisch hier auf Upload Tune File gehen, gehe auf mein modifiziertes File, mache auf Finish. So, das File ist jetzt hochgeladen. Christian hat jetzt eine SMS gekriegt und er kann jetzt praktisch das File draufspielen, aber er macht das jetzt nicht, sondern ich nehme das File mit mir mit. Wir gehen jetzt auf den Prüfstand, machen eine Eingangsmessung, spielen das File drauf und machen eine Ausgangsmessung. Und wenn was zu ändern gibt, dann ändern wir was. Also, und was ich sagen wollte zu meiner Plattform, es ist so, dass wir demnächst ein separates Video machen werden über diese Dealer-App-Plattform, weil dort könnt ihr, auch wenn ihr jetzt weiter weg seid oder im Ausland, egal wo ihr seid, ihr könnt euch dort anmelden, mir das File hochladen, beim Checkout natürlich alles angeben und dann mache ich euch das File fertig. Es ist so, dass es so programmiert ist, dass wenn sich einer einloggt, natürlich von mir bestätigt werden muss. Das heißt, es ist immer gut, eine E-Mail dazu zu schreiben vorher, bevor ihr euch da registrieren wollt, weil nicht jeder, der sich da registriert, wird auch akzeptiert. Ja? Ich muss natürlich wissen, wer ihr seid, was genau ihr wollt, ja? Weil sonst könnte sich ja jeder hier anmelden. Gehen wir jetzt auf den Prüfstand. Ich übergebe wieder an meinen Freund und Helfer Achillemäos. Bitte einmal Eingangsmessung, danach Flaschen, Ausgangsmessung. Vielen Dank an TCP in diesem Sinne. Drauf mit dem Ding. So, ruckzuck ging das jetzt. Keine 5 Minuten hat es gedauert. Auto fest mit dem neuen System, was er sich jetzt gekauft hat. Und früher war das ja eine Katastrophe. Also auf die Rolle drauf, Hintergurte, irgendwo um die Achse rum, vorne irgendwo Abschlepphake. Hat echt ewig gedauert. Und jetzt macht es richtig Spaß. Weil jetzt kann er nämlich 5 Autos am Tag von mir messen. Anstatt 2. Also, ich bin echt gespannt jetzt, was jetzt in Serie rauskommt und auch nachher modifiziert, weil
Wir haben sage und schreibe heute 32 Grad jetzt hier. Ja, es ist echt heiß. Mir läuft die Süffe hinterm Rücken runter. Ich sehe schon, beim Cisco ist die Ritze nass. Ja. Überall, wo er aufsteht, befindet sich Wasser auf dem Sitz. Trotz langer Hose. Deswegen gucken wir, dass wir das schnell hinter uns bringen und dann mal ins Freibad gehen, ein bisschen schwimmen. Natürlich aktiviert der Asim jetzt hier schön den Prüfstandsmodus. Ihr könnt jetzt hier sehen, was er macht. Zündungsstufe 1, dann geht er auf Reise auf den Kilometerstand. So, und dann nochmal Reise und dann Pfeil nach oben, zack, bis Kilometer kommt. So, und jetzt haben wir vergessen, wie geht. So, eine Tastenkombination, zack. Oh, wie das ich mit Voodoo verbinde. Er lacht schon, lang kein C63 mehr auf dem Prüfstand gehabt, aber irgendwann wird es schon klappen. So. Das Problem ist, es klappt nie beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal ist immer schwierig, egal bei was, oder, Asim? Eine Ewigkeit später. Nach drei Stunden, schaut mal, wie wir schwitzen, Alter, es ist so heiß hier drin. Hast geglaubt, wie ihr seht, haben wir jetzt im Kombi-Instrument steht jetzt Rollentest. Da bestätigen wir jetzt mit okay, so ist jetzt alles aus und wir können messen. So, ich gehe auf Fortsetzen. Und dann gucken wir mal. Machen wir ganz kurz. Oh, ich bin gespannt, was die Anzahl Lufttemperatur machen wird. Aber das Gute ist, in meiner Software Stufe 1 lasse ich die Ladeluftkühlerpumpen laufen früher und mehr. Deswegen denke ich, dass wir da kein Problem bekommen werden mit der Anzahl Lufttemperatur. Hier habe ich meine Datalogs wieder, wo ich jetzt aufzeichne während der Messung. Und dann schauen wir mal, was das Ding in Serie drückt. Ich habe jetzt Start gedrückt, nimmt alles auf, 26 Werte. Dann gucken wir mal. So, selbst in Serie wollten wir jetzt gerade im fünften Gang messen, aber der ist zu lang übersetzt. Wir machen das jetzt im vierten, weil jetzt schon im fünften Gang original schon die Ansauglufttemperatur sehr hoch geworden ist, bei knapp 70 Grad. PS, hä? Und 510 geben sie an. So, 511,5 PS und 741 Newtonmeter. Wir schauen jetzt mal die Logs. Ich drücke auf Stopp. Dann mache ich hier C63 AMG Serie. Grafik online hochladen und anzeigen. Also keine Anzeige bei der Polizei wegen der Lautstärke jetzt, bei den Nachbarn hier beim Asim. Aber wir lassen uns die Diagramme anzeigen. wie ihr gesehen habt, haben wir gemessen 511,5 PS und 741,3 Newtonmeter. Wenn wir uns die Loks jetzt anschauen, das Auto fährt einen Ladedruck, einen Maximalladedruck von 1,2 bar bei 5150 Umdrehungen und fällt dann oben rum ab und hat ganz oben noch 1,15, 1,19 bar mit 11 Grad Zündung, Rücknahme sind 0, Ansaugluft 63 Grad. Ich muss sagen, wir haben jetzt gerade hier auch draußen 32 Grad. Es ist bollenheiß, es ist schwül. Jetzt machen wir Software drauf, lassen ein bisschen abkühlen, machen wir eine Messung und dann sehen wir weiter. So, machen wir schnell die Software drauf. Einmal Zündung an. Hier C63. ECU schreiben, abgestimmte Datei, wir nehmen die modifizierte Datei und spielen die einmal drauf. Jungs, kennt ihr das? Werbung für Vella Perfectly You. Regen, die Frisur sitzt. Wind, die Frisur sitzt. Vella Perfectly You. Wenn ich die Loks anschaue, ihr seht, wir haben bis Drehzahlende jetzt einen Ladedruck von fast 1,4 bar. Ja, er hält es komplett durch. Zündung fahren wir 14 Grad wie eingestellt. Er hat nur auf zwei Zylindern eine Rücknahme. Ich weiß nicht, was er getankt hat. Wenn er 102 Oktan drin hätte, dann wäre wahrscheinlich Rücknahme 0. Ja, aber wie gesagt, er kann ja bis minus 12 Grad selber zurückregeln. Das heißt, selbst wenn er mal 91 Oktan irgendwo in Italien tankt, weil die Italiener keinen besseren Sprit haben, obwohl sie Lamborghinis machen und Ferraris, super Autos, aber keinen Sprit haben sie. Ja? So,
Ergebnis ist jetzt Ausgangsmessung 608 PS und knapp 900 Newtonmeter. Das heißt, wir haben einen Leistungszuwachs mit der Software und der AK47, das zeigen wir euch gleich, wie das sich jetzt anhört, von knapp 100 PS und 150 Newtonmeter. Ich denke, das ist ordentlich. Auf der Hinterachse, erste, zweite, dritte Gang, kannst du vergessen. Eingangsmessung 511,5 PS und 741 Newtonmeter. Ausgangsmessung 608,4 PS und 896,6 Newtonmeter. So, jetzt gehen wir zurück, machen wir noch einen Soundcheck. Ich verabschiede mich vom Arsim. Ich sage nochmal vielen Dank für alles, gell? Bis zum nächsten Mal. Und ja, schauen wir mal. Hörst? Hör das! So muss ich ein AMG anhören, Herrgott, zack. Und dann immer schön nur auf Sport Plus, ja? Auf Komfort ist das Ding leise, machst Sport Plus, gibst ein bisschen Gas, gehst vom Gas runter. Ballert halt ein bisschen nach, 1,2 Sekunden, guck. Was kann man noch dazu sagen? Es ist so, original fahren die Autos irgendwie, also zumindest ist es gut, dass es eine Limousine ist, weil die Limo ist auf jeden Fall leichter wie das Coupé. Das Coupé wiegt im Schnitt 120 Kilo mehr wie die Limo und jetzt mit der Stufe 1 mit 608 PS wird das Auto fahren so 100 auf 200, so circa 7,0 Sekunden, 6,8 bis 7,0. Ja, brauchen wir jetzt nicht testen, haben wir schon ein paar gemacht und wissen wir, dass es so ist. Und jetzt auch mit der Leistungsmessung wissen wir, Serie fahren die irgendwo 9,5 bis 9,8, die 100 auf 200 und jetzt 7,0. Ist vergleichbar mit einem 991.1 Porsche Turbo, ja, fährt eine 7,0, 7,1. Nicht schlecht für ein C63 eigentlich, ne? Ja, und an alle, die sich fragen, was wäre an dem Modell jetzt noch möglich, wenn man jetzt noch mehr Leistung haben will, wir haben ja jetzt schon 608 PS gehabt und es ist so, da könnten wir jetzt zum Beispiel noch Downpipes reinmachen, also entweder ohne Cut oder mit Cut. Von der Leistung her schenkt sich da nicht viel, da reden wir irgendwo um die 5 PS, ob es jetzt mit Cut ist, wir verwenden dann 200 Zeller Renncut. Vorteil hier ist, dass es halt nicht stinkt, ja? Wenn man natürlich den Downpipe nimmt ohne Cut, dann hast du einen wirklich sehr schlechten Geruch aus dem Auspuff raus und stinkt halt nach Abgase, das ist halt mit dem Renncut nicht der Fall. Und dann, wenn man da die Software noch dazu anpasst, so auf 1,5 bar geht, Zündung 14, 15 Grad lässt, dann fährt man so gute 650 bis 660 PS. Die 100, 200 sind dann irgendwie so bei 6,6, 6,7 und dann ist das schon ordentlich, ne? Für so ein schweres Auto, ich glaube, der hat ein Leergewicht irgendwie von 1800 Kilo. Ja? Mein Coupé wiegt, glaube ich, 1940 oder sowas. Ich habe das Glasdach noch drin und alles. Ja. Ist halt so. Wenn man halt rausgucken will, muss man halt Gewicht mitschleppen. Und wer guckt schon während der Fahrt nach oben, Herrgott, zack. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal schauen, was als nächstes kommt. Mir gefällt so ein C63 sehr. Ja. Kunde wird es jetzt auch gefallen, weil ich meine, knapp 100 PS und 150 Newtonmeter mehr, das muss man schon merken. Ne? Und wie gesagt, erste, zweite, dritte Gang, Traktionskontrolle permanent am Leuchten. Also, bis zum nächsten Mal.